Anal. Darf ich nicht. Darfst du nicht? Nein. Aber du würdest gerne. Probieren und geht über studieren. Es gibt viele Männer, die sagen, die finden das toll. Solange es kein Glied ist, kann man darüber sprechen. Kein Typ kann mir erzählen, dass er nicht auf Lecken steht. Das Problem ist, Kacke stampfen möchten die Weiber meistens nicht. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Zuschauer. Wir befinden uns heute hier auf dem Kiez in Hamburg, auf der Reeperbahn. Was macht ihr hier eigentlich? Wir feiern. Naja, mehr oder weniger. Ich frage heute die Menschen hier auf dem Kiez in Hamburg, ob sie anal mögen. Naja. Spannendes Thema, wa? Aha. Ja. Geht los. Viel Spaß beim Video. Du bist schüchtern, ne? Ich? Nein. Nein. Ist gut. Ja. Passt fürs Thema heute. Auf jeden Fall. Wie geht's? Gut, und dir? Ja, super. Sehr schön. Wie heißt du? Linda. Linda ist ein schöner Name. Oh, danke. Ich finde dein Outfit toll. Echt? Ja. Oh, danke. Sexy. Hallo ihr zwei, wie heißt ihr? Ich bin Denise. Denise, freut mich, und? Nina. Seid ihr Freundinnen, Geschwister, wie läuft das? Alles zusammen. Beste Freundin, Geschwister, ja, sozusagen. Aber jetzt nicht familiär. Nein, uns gibt nur aber im Doppelpark. Also, wenn ich dich jetzt klären will, dann muss ich sie mitnehmen. Genau. Wäre ja gar nicht so schlimm. Ich pumpe ganz schön, wa? Ja. Aber ich habe nichts in der Birne, weil ich pumpe. Ach so, ja, das ist normal. Das ist so, ne? In der Birne und woanders auch nicht. By the rivers of Babylon. Das ist aber nicht nett jetzt. Sorry. Einen wunderschönen guten Tag, ihr zwei. Wie heißt ihr denn? Maya. Maya und? Luca. Wie geht's? Sehr gut. Was macht ihr auf dem Kiez hier Schönes? Wir sind morgen bei Muddy Angel und jetzt gucken wir mal, wie der Abend noch so wird. Nett? Ja. Sind noch jung aus? Wie alt seid ihr, wenn ich fragen darf? 18 beide. Oh, ist aber grenzwertig. Ja. Für die Frage heute grenzwertig. Quatsch. Kommen wir mal gleich zum Thema. Es ist mal wieder eine bodenlose Frage heute. Fängt mit A an, hört mit L auf. Zweiter Buchstabe ist N. N? A. A. Ja. Ja. Wie findest du das? Nee. Nee, ist nicht so. Nicht deins? Nee. Bei dir? Muss nicht. Schon mal gemacht? Ja, aber weil ich es mal ausprobieren wollte. Und war nicht so? Nee. Wie geht's, Mädels? Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, ist es ja gut. Ja. Nee. Gut, und dir? Ja, mir geht's super. Und dir? Ja, auch gut. Wie heißt du? Christina. Christina, freut mich. Ist lustig, ne? Christina, ja. Mach mal, du auch Christina? Zweimal Christina. Ich bin überfordert hier heute. Zwei hübsche Christinen. Ist das so, Christine? Christinas. Christine, Christines. Du bist nüchtern, ja? Alle nüchtern. Machen wir es mit ihm. Bist du auch nüchtern? Nein. Wie geht's? Wie steht's? Spitzenklasse. Es ist eine super Veranstaltung heute hier. Was ist denn hier für eine Veranstaltung? Kegelausflug, ja. Einmal im Jahr behacken wir uns richtig. Einfach ballern. Ich werde dir jetzt ein paar Buchstaben nennen und du wirst dann das Wort danach aussprechen. A. A. N. N. A. A. L. L. Anal. Richtig. 100 Punkte. Schon mal gemacht? Ja. Und, wie war's? Ganz gut. Hat dir gefallen? Ja. Daniel. Bist du gut drauf? Ja. Glaubt, man sieht das auch. Ja. Anal. Darf ich nicht. Darfst du nicht? Nein. Aber du würdest gerne. Probieren und geht über studieren. Noch nie gemacht sonst vorher? Nein. Nur die eine gehabt bis jetzt? Ja. Nein, das auch nicht. Du hast dir schon ausgelebt. Quasi. Wir gehen jetzt gleich da rein. Wir waren gestern schon hier. Ah, ein bisschen saufen, ein bisschen ballern, ein bisschen Gas geben, ne? Richtig. Das klingt gut. Haben wir gestern schon gemacht. Ich glaube, nach dem Dreh schließt ihr mich da an. Ja? Na dann. Ich kann zwar nicht so gut tanzen, bin Bodybuilder, aber. Ist egal. Ich kann gut aussehen, ne? Ist egal, einmal ein bisschen bewegen im Rhythmus. Ja. Kiez ist immer so ein bisschen erotisch, ein bisschen pervers, sehr offen. Kann man auch ein bisschen offen fragen. Magst du anal? Wie bitte? Magst du anal? Ich enthalte mich. Du enthältst dich? Ja, ich enthalte mich. Kann ich festhalten? Nein, ich enthalte mich. Du enthältst dich trotzdem? Ja, ja, und du? Ist ein Ausgang. Ist ein Ausgang. Nichts zum Einführen. Nein. Gerade, wir haben was für die, fürs kulturelle Leben getan. Wir haben eine Stadtrundgangfahrt gemacht. War super. Herzlichen Glückwunsch. Ja, war klasse. Jetzt wissen wir richtig viel. Jessica. Jessie und? Linda. Auch Linda, das gibt's doch gar nicht. Also meine Zeit ist kostbar. Paar Spritzen. Aber Schatz, ich bin noch hier jetzt. Ja, aber du gibst mir ja kein Geld. Ich kann dir andere Sachen geben. Welche denn? Liebe, Zärtlichkeit. Nee, das brauche ich heute nicht. Humor. Ich brauche heute Geld. Bin lustig. Ganz, 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 ganz viel Geld. Und du? Auch. Würdest du wieder machen? Ja. Auch bei ihm schon mal probiert? Nein. Auch nicht versucht? Nee, war noch nicht so häufig. Also. Auch neu. Auch sehr fresh, oder? Ja. Auch, wird dir auch stehen. Ich muss sagen, die weiße Hose wird zu deiner Outfit perfekt passen. Oder? Ist eine Jogginghose, aber sieht ein bisschen aus wie so eine edle Hose. Ja, gefällt mir. Pass mal an. Was fährst du mich jetzt an? Nein, Spaß. Nicht dein Ding, ja? Magst du das? Ich. Also bei dir? Find's bei mir tatsächlich nicht so gerne. Aber es soll gut ankommen. Also es gibt viele Männer, die sagen, die finden das toll. Solange es kein Glied ist, kann man drüber sprechen. Das findest du gut, ne? Ja. Bei dir nicht, aber bei mir wird's zu machen, ne? Ja. Sind wir zwar uns einig, ne? Ja. Ja, Freunde, das ist doch ein spannendes Thema. Ich finde, das macht heute sehr Spaß, hier die Leute zu fragen. Auch die Gespräche nach dem Drehen sind auch sehr witzig. Wenn ihr die Videos von mir feiert und mich dahingehend unterstützen möchtet, könnt ihr gerne bei meinem Sponsor ESN.com mit dem Code Marvin immer maximal Prozente sparen für die maximalen Gains, für den dicken Bizeps. Weiter geht's mit dem Video. Anal. Schon mal gemacht?
Ja, schon. Und wie war's? In Ordnung. Und bei dir, ja? Anhalt schon mal gehabt? Nee, ich pass da besser auf. Ganz direkte Frage, sehr unverschämt eigentlich. Aber bodenlos. Ist kein Problem. Ist der Kiez halt, ne? Ja. Magst du Anhalt? Kommt drauf an. Ich sag, auf was denn? Kommt drauf an, ob es, sag ich mal, die Freundin ist oder irgendwie so einfach jemand. Aber ich würde sagen, so wenn du in einer Beziehung bist, das Vertrauensverhältnis stimmt, man mal was Neues ausprobieren will, würde ich okay finden. Hast du eine Freundin aktuell? Ich habe eine Freundin aktuell, ja. Macht sie es mit oder eher nicht so? Ich möchte nicht sagen, ist mir zu industriell. Ich werde sie nicht belasten, weißt du? Kann ich verstehen. Ja. Ehrenmann. Ja. Hallo, meine Hübsche. Wie heißt du? Lena. Kommst du her? Hamburg. Was machst du hier heute? Ich feiere meinen 10. Hochzeitstag. Feiert man das, ja? Offensichtlich. Glückwunsch. Danke. Es freut mich. Habe ich ein passendes Thema für heute? Hm? Passt sehr gut sogar. Danke. Ist ein bisschen schmutzig und bodenlos? Hm. Was magst du, ne? Passt. Magst du anal? Nein. Gar nicht? Nö. Schon mal was Schlimmes erlebt? Noch nicht? Denn euch noch eine schöne Ehe und viel Spaß heute Abend. Ich passe auf da. Magst du nicht so, ne? Nee, ist nicht meins. Nee, bist du eklig? Ich passe auf. Ja, wie soll es gewesen sein? Eng. Ist eng, ja? Ja. Magst du es gerne? Ist schon toll. Du mal was von Ass-Eating gehört? Ja. Und? Habe ich schon gehört. Findest du gut? Ja, nee, also. Nein, hab ich noch nicht probiert. Hauptsache Leute. Mal was von Ass-Eating gehört? Ja. Das ist ein Trend in Amerika. Echt jetzt? Ja? Nee, ich glaube nicht. Nee, eher nicht so, ne? Nee, ich denke nicht. Ein haariger Männerhintern ist nicht so, ne? Hammergeil. Magst du anal? Nein. Nicht? Nö. Warum nicht? Weiß nicht. Mag ich einfach nicht. Ist so dein Ding? Nö, ist nicht meins. Nö. Kann ich verstehen? Ja. Ich mag's auch nicht. Ich bin Sascha. Sascha, ich bin Marvin. Freut mich, Marvin. Hi. Mich auch? Hallo? Magst du anal? Eher weniger tatsächlich, aber wo ich richtig drauf stehe, ist F***lecken. Das muss ich piepen. Das muss ich piepen. Das muss ich piepen. Aber ich glaube, die Leute wissen, was gemeint ist. Auf jeden Fall. Aber na, schon mal probiert, oder? Ja, aber nur, wenn ich richtig betrunken bin, mein Freund. Nur, wenn ich richtig betrunken bin. Wenn sie es will. Auch dann, natürlich. Wollen das die Frauen? Ich bin kein Vergewaltiger. Wollen das die Frauen? Wenn sie richtig betrunken sind. Dann sagen sie Hintertür, bitte. Nee, sie sagen dann in den... Genau. Bei mir? Ja. Ja, wie sieht's bei dir? Ich bin Jungfrau. Das Problem ist, Kacke stampfen möchten die Weiber meistens nicht. Dennis war das, ne? Ja. Dennis, magst du anal? Nein. Nicht so. Nein? Nein, nicht so. Du siehst aber auch so einer, der anal mag. Meinst du? Sei ruhig ehrlich. Nee, also ich hab's mal ausprobiert, sag ich mal so. Ja. Mehrmals, aber für mich ist es nichts. Hat nicht reingepasst oder? Doch. Oder kam was mit raus? Doch, nee, das nicht, aber hat reingepasst, aber weiß nicht. Ist jetzt nicht so meins, wo ich sage, ey, das ist mein Favorite, so. Was war die Frage? Anal. Nee, wirklich nicht. Also, gar nicht? Oral ja, aber anal. Oral ist gut? Ja, oral ist Beste. Oral ist Beste? Ja, oral, doch, oral geht immer. Geht immer, geht ja, immer ja. Was gibt's da? Mal riechen? Whisky. Da ist Alkohol drin. Ja. Bist du schon 18? Gerade so. Gerade so, ja. Wodka Maracuja. Die Saftdame. Du magst das gern fruchtig. Ja. So, warte, war jetzt die einzige Frage, ob wir anal mögen, oder? Das war die einzige Frage. Hast du keine anderen Fragen? Nee. Wie langweilig. Langweilig? Kim. Kim, magst du anal? Was mag ich? Anal. Das war aber nicht abgesprochen. War's auch nicht. Ist okay, nach Absprache. Nach Absprache, würdest du aber machen. Würdest du nicht ausschließen. Es ist YouTube, ja. Du bist auch YouTuber? Ja, klar. Ja, guck mal. Und er mag bestimmt auch anal. Scheiße ist, wenn Kacke an der Spitze ist. Da kann man ja vorsorgen. Wie willst du vorsorgen? Ein bisschen sauber lecken. Machst du das? Ich nicht. Ich bin Jungfrau, wie gesagt. Ja, da lachst du, ne? Ihr seid alle echt eklig, wisst ihr das? Du bist eklig. Womit machst du deine aktuelle Dame glücklich? Ich mache meine aktuelle Dame glücklich mit Lecken. Mit Lecken? Ja. Du bist ein Lecker. Ja, ich bin lecker. Das magst du? Muss ich offen und ehrlich zugeben, bin ich lecker, ja. Ich mag das auch. Ist mein Fetisch und ich stehe halt dazu und ja. Weiß nicht. Also kein Typ kann mir erzählen, dass er nicht auf Lecken steht. Aber nur vorne oder auch hinten denn? Nur vorne. Ach so. Nur vorne. Willst du nicht sauber lecken, ne? Nee. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Abonniert sofort den Kanal. Aber sofort. Sofort. Und Kuss auf die Nuss. Küsschen aufs Nüsschen. Küsschen aufs Nüsschen. Ha ha ha.